Willkommen zurück zu Farquaad 3 und wir kümmern uns derzeit um ein paar, ja, so Nebenmissionen, so ein paar andere Sachen, bevor wir hier zur Hauptmission weitergehen. Das heißt, so viel ist es eigentlich dann doch gar nicht mehr. Ey, guck mal, wie viele Kisten hier sind. Das hier möchte ich auf jeden Fall noch haben und um da hinzukommen, würde ich sagen, oh lol, ist ja beides so weit weg. Machen wir eine. Ja, ist eigentlich egal. Können wir auch hier eine Schnellreise machen und dann müssen wir. Es ist etwa gleich weit. So, da unten wurde gekämpft. Das sind hammer viele Beutekisten, aber ich würde sagen, die lassen wir einfach mal. So, dann, ja, können wir eigentlich eine Schnellreise hierhin machen. Ja, machen wir das einfach mal. Und dann schauen wir mal, was dieses Messerwerfen da auf dieser Karte zu bedeuten hat, was wir da machen können. Weil bis jetzt wüsste ich nicht, dass wir das können. Müssen wir mal schauen. Können wir was verkaufen? Schauen wir mal. Schnellverkauf. Ein Gegenstand. Na, mein. Okay. Dann können wir hier raus. Und was brauchten wir jetzt eigentlich noch für einen größeren Waffengurt? Herstellung. Ne, wo war's denn? Waffengurt. Da. Haihaut. Ah, genau. Hai können wir dann nochmal uns zwei schnappen. Weil so eine vierte Waffe bei zu haben, ist auch hammer nice. Okay, schauen wir mal. So, was kann man hier machen? Messer werfen, wa? Mach deinen Einsatz. Du bekommst 5 Messer und ich bekomme 5 Messer. Ich werfe aufs Ziel und du wirfst. Machst du mehr Punkte als ich, gewinnst du. Okay. Ich würde sagen, wir machen erstmal hier Training. Weil bis jetzt haben wir das ja noch gar nicht gemacht. Schweinehund. Okay. Jason und Gegner. Bin ich jetzt dran? Oh lol. War schon mal besser als er. Ich muss erstmal gucken, was ist denn das für eine Skala? Wie viel Kraft wir da reinsetzen oder wie? Mal schauen. Verdammt! Er ist irgendwie nicht so gut, wa? Kann man ja fett Kohle absahen, wenn er immer so schlecht ist. Aber ich denke, sobald man Geld setzt, wird er besser. Er weiß, dass er jetzt kein Geld gewinnen kann. Oh lol. Hey, pass auf. Fail. Ja, so viel dazu. Nicht zu viel, nicht zu wenig. Irgendwann krieg den Dreh noch raus. Scheiße. Der trifft immer da oben so gleich, ne? Immer noch keine Punkte. Also bis jetzt würden wir noch gewinnen. So, weiter geht's. Jetzt aber hier. Das heißt, wir dürfen nicht... Also optimal ist dieser grüne Bereich. Okay, das ist aber schwer. Ja. So ist doch hammer nice. Okay. Jetzt weiß ich ja, wie es geht. So schwer ist es hier nicht. Du Hurensohn. Dass man uns immer beleidigen muss, ne? Schlimm. So, ein Messer haben wir noch. Oder zwei? Zwei... Ne, eins... Zwei dürfte man noch haben. Jetzt zwei noch. Nochmal 50. Hätten wir ja fast unser Messer gespalten. Scheiße, warum habe ich nicht gewettet? Ne, wer weiß, ob er dann immer noch so schlecht ist. Probieren wir es danach aus. Danach wette ich ein bisschen was. Oh, jetzt hat er auch Punkte gemacht. Oh, oh, oh. Aber den roten Kreis haben wir noch nicht getroffen. Den roten Kreis in der Mitte. Ja, los. 50. Ja, gut, 50, okay. Wie wir einfach uns gegenseitig die Messer spalten wollen. Okay, ich will gleich nochmal machen. Diesmal mit Einsatz. Rückspiel? Jo, fortgeschrittener. Jetzt bin ich mal gespannt, ob er jetzt besser wird. Das wäre ja jetzt echt komisch, wenn er jetzt besser werden würde. Alter, genau, jetzt wird er besser, oder wie? Scheiße. Das ist aber auch fies vom Spiel, wa? Dass er erst so scheiße schlecht ist und dann... Aber gut, wäre vielleicht auch sonst zu einfach. Was ist denn, wenn Gleichstand ist? 50-50. Oh, oh, oh. Nochmal sehen. Los, du willst doch verkacken. Du willst verkacken, ich weiß es. Ich sehe es dir an. Ich sehe es in deinen Augen. Scheiße, jetzt trifft er auch immer 50. Verdammt. Ey, komm, der ist schon fast im roten Kreis drin, ey. Kacke. Das könnte jetzt etwas eng werden.
Okay. Los, werf mal einmal. Du musst einmal weniger werfen. Ansonsten wird das hier schlecht irgendwie mit dem Gewinn. Scheiße, was trifft der denn immer? 50? Gibt's ja nicht. Okay. Scheiße, wenn er jetzt einmal in der Mitte trifft, bin ich glaube ich angearscht, weil sie treffe ich glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Ja. Scheiße. Okay, dann haben wir glaube ich verkackt. Weil ich glaube nicht, dass ich die Mitte treffe. Da muss man schon verdammt, muss man schon diesen grünen Streifen da irgendwie treffen. Knapp, aber Scheiße. Knapp daneben ist auch vorbei. Da wollte ich den grünen Streifen haben. Okay, das haben wir verloren. Hättest du nicht so schlecht sein können wie bei Training. Naja, gut, 100 Dollar. Egal. Hätten wir jetzt immer 50 getroffen, hätten wir auch nicht gewonnen. Das wäre dann der Fuck-up normal. Oh, okay, ist doch keine Methode, um schnell an Geld zu kommen. Es sei denn, man kann das wirklich sehr gut. Keine Rückrunde. Nee, will ich nicht. Nimmst du mein ganzes Geld weg? Kann ich auch so Messer werfen eigentlich? Also jetzt nicht nur in diesem Spiel. Nehme ich mir noch eine andere Waffe mit? Nee. Ich würde sagen, guck mal, da sind Haie. Dann machen wir uns mal auf hier so hin und suchen dann mal ein bisschen nach Haien. Das sind 300 Meter, das können wir auch laufen eigentlich. Komme ich irgendwie raus? Sehr gut. Dann würde ich mir dann nämlich mal zwei Haihaut holen und dann können wir uns einen größeren Waffengurt machen und dann würde ich mir noch ein Maschinengewehr holen. So richtig für den Nahkampf, wisst ihr, wenn man wirklich volle Offensive gehen muss. Es gibt 34 Außenposten? Ja, das ist voll krass. Wo sind die denn alle? Warte mal, heil dich mal erstmal hier ein bisschen. Okay, hier fallen wir gar nicht runter. So, Haie! So, wir können ja Tiere auch mit unserer Kamera markieren. Ich würde sagen, das machen wir auch mal. Sofern hier dann irgendwo ein Hai ist. Verdammt, hier ist gar keiner. Hm. Zumindest sehe ich keinen. Hm, okay, schauen wir mal woanders. Hier in der Pfütze vielleicht, dass ich irgendwie verschwommen hat. Ah, nee, auch nicht. Schade. Alter, was schwimmst du denn da? Ja, das ist ja so ein bisschen so eine Pisskloake. Hier vielleicht? Da ist einer. Okay, jetzt kommt er gerade schön da ran. Hammer geil. Okay, komm, guck mal, da hinten ist noch einer. Ist er tot? Anscheinend. Okay, jetzt weiß ich nicht, wie viele Haie hier auf einem Fleck lauert. Das wäre ein bisschen komisch, wenn hier so 5, 6 Haie auf einmal sind. Deswegen speichere ich jetzt hier mal kurz und dann. Oh, ich habe Angst, ey, weil man will die was so unter Wasser und so, ne? Da hinten ist noch einer. Ich will euch eigentlich gar nicht alle töten, aber ich habe Angst vor euch. Okay, ich würde sagen, go, go, go. Da hinten ist schon wieder einer. Alter, ist ja krass. Ah, nee, gar nicht. Das ist ein Boot. Okay, das ist das Boot. Das sind Quallen.
Alter, was da hinten schwimmt? Alter, da hinten schwimmen echt zwei Haie noch. Kacke, ey. Ich hab Angst. Können die nicht ein bisschen näher rankommen hier? Shit, ey. Aber ich möchte einen größeren Waffengurt haben. Ihr seid nicht feindlich, ne? Oder? Ihr seht aber aus wie Piraten. Lol, wo ist mein Hai hin? Mein Hai ist weg. Lol. Es gibt's doch nicht, ey. Es sind hier so viele Haie. Shit, jetzt ist da noch einer. Eigentlich greifen die doch keine Menschen an. Soweit ich weiß. Alter, wie viele Haie soll ich denn noch töten? Vor allem kommen die auch immer wieder. Habe ich das Gefühl. Okay, jetzt schnell. Schnell, 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 schnell. Heute ihn. Schon rum. Wo ist der andere da? Okay. Wo ist denn hier noch einer? Verdammt. Oh Gott, wo ist der Hai hin? Oh Gott, wo ist der Hai hin? Angst. Scheiße, ich muss zurück. Och Mann, ey, ich hab so eine Schiss vor denen. Ich wette, die töten uns mit einem Haps. Könnte ich mit euch wetten? Eins haben wir schon. Warum hört denn der nach einer Weile auf, die zu markieren? Ist auch noch einer. So, jetzt aber go. Heute, heute, heute sie. Ja, wir sind nicht heute. Jetzt aber, schnell. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Luft, Luft wird knapp. Schwimm. Ich würde trotzdem gern den hier auch noch mitnehmen. Wenn er schon mal hier ist. Häut ihn! Er will ihn nicht häuten. Sind die bei uns? Oh nein, die sind nicht bei uns. Ah lol. Oder wo ist denn der jetzt hin? Hier war doch noch einer. Wie ist der weg? Ah ne, der liegt hier vorne. Ah ne, den haben wir schon. Verdammt. Ja, okay, dann lassen wir das. Oh Gott, wie viele Haie wir erledigt haben, ey. Krass. Hat jetzt auch ein bisschen länger gedauert. Ja, Entschuldigung. Aber dafür können wir uns jetzt einen größeren Waffengurt herstellen. Und vor denen habe ich echt Respekt, ey. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Vor denen habe ich echt ein bisschen Schiss.
So, ein starker Waffengurt. Geil. 4 Waffen gleichzeitig tragen. Haben wir fett. So, dann machen wir jetzt mal Schnellreise. Muss jetzt hier mal ein bisschen schneller gehen. Zum Shop, damit ich nochmal die andere Waffe kaufen kann. Los, lad, lad, lad. So, hier. Und zwar, ja, Waffen. Da würde ich ja jetzt gerne hier LMGs nehmen. Und zwar das hier. Ja, nehmen wir das aber mal. Ist okay. Kaufen wir. So, jetzt schauen wir nochmal. Ja, du kommst hier hin. Anpassen. Optisches Visier, Rotpunktvisier, Reflexvisier. Sagen. Achso. Kann bloß ein Aufsatz angebracht werden. Ja, dann wäre ich fast für Visier. Obwohl die Waffe soll ja für den Nahkampf sein, ne? Also eigentlich wäre da erweitertes Magazin sinnvoller. Ja, komm, wir nehmen das erweiterte Magazin. So. Zurück. Zurück. Munition. Okay, haben wir wieder ein bisschen Munition für Sturmgewehre. Oh, dann können wir hier wieder raus. Sehr gut, das wollte ich erledigt haben. Jetzt haben wir auch 4 Waffen bei. Sehr gut. Und dann können wir uns jetzt aufmachen in die Richtung hier. Da müssen wir dahin. 700 Meter. Okay, da könnte man sich mal ein Auto nehmen. Hi. Hi. So, jetzt muss ich erstmal hier rauskommen. So, hier mal raus. Hier steht natürlich auch kein Auto. Hör mal, geil. Wie viele Schuss sind denn das? 100? Okay, gut. Haben wir was für den Nahkampf. Dann hier ist so mittelmäßig. Die ist, ja, mittelmäßig bis kurz Reichweite. Und ja, für lange Reichweite haben wir jetzt gar nichts so, ne? Wo ist mein Bogen? Da ist mein Bogen. Und mit dem Bogen kann man schon ziemlich weit schießen. Vor allem, wenn man diese Fähigkeiten dann noch erworben hat, dass man den irgendwie ruhiger hält oder sowas das war, ne? Oh, das geht jetzt ziemlich tief runter hier. Verdammt, komme ich denn jetzt hier runter? Gibt es irgendwie einen Weg runter? Ganz sachte. Sachte. Ganz sachte. So, schlittern wir hier runter. Das ist hier noch grünes Gebiet, müsste es sein, ne? Das ist hier feindliches Gebiet? Ja, so Grenzgebiet hier, ne? Ja gut, okay. Hier sind noch Kisten. Kisten. Hier haben wir eine. So. Und. Da draußen ist auch noch eine. Eine Mini-Taschenlampe. Mensch, geil. Ja, gut, da gibt es da vorne kaum Deckung. Das ist jetzt natürlich ein bisschen schlecht. Wollen wir mal gleich die neue Waffe ausprobieren? Ach komm. Oh, lol. Alter, wie viele hier sind. Okay, Planänderung. Das sind mir zu viele. Das muss ja nicht unbedingt sein. Das ist ja fast nur Munitionsverschwendung hier. Ich würde sagen, wir schwimmen hier rüber. In der Hoffnung, dass hier jetzt immer keine Haie sind. Go, 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 go. Weil das waren ja dann doch schon ein paar mehr, ne? So, mal sehen, kommen wir hier hoch? Soll ich da irgendwas fahren hören? Eine Kiste. Hör mal, geil. Shit, hier komme ich aber nicht hoch. Ach, verdammt. Kacke. Muss ich jetzt echt da lang? Will ich gar nicht.
Ja, das ist ja wieder so ein Berg wie da drüben auch. Weiß nicht, wie weit wir jetzt in die andere Richtung laufen müssen, bis wir hier. Und hier kommen wir ja auch nicht hoch. Los, spring! Ey, haben wir geil. Okay, das war schon mal gut. Okay, ein bisschen was kann unser Jason da doch. Oha, ist da oben das Schnellausposten? Verdammt. Das ist jetzt aber hier dangerous. Hier komme ich ja nicht hoch, ne? Nee, verdammt. Ich nehme mal stark an, dass das schon der Außenposten ist, oder? Verfluchte Hitze! Ich schwitze wie ein Schwein! Okay, das ist den Außenposten. Das könnte ein bisschen schwieriger werden hier. Glaube ich, weil die ja so erhöht sind. Ansonsten bin ich ja immer eher so der Typ, der. Oh Gott, er sieht mich nicht. Du kannst mich nicht sehen. Oh verdammt, wenn jetzt ein Gegner vor mir steht, bin ich angearscht. Oh Gott, hier geht's schon runter. Ist das echt? Das ist gar nicht der Außenposten. Der ist da drüben. So. Zwei Schüsse? Was ist denn das hier? Ist das hier was? Hm. Oder bewachen die hier wahrscheinlich nur was, ne? Würde ich mal sagen. Nur was? Kiste, Kiste, Kiste. Hä? Ne, hier ist keine Kiste. Lol. Au! Aha! Feuer! Okay. Alter, ich brenne! Kuh, halten! Ach du Scheiße, ich brenne! Meine Fresse! Warum brenne ich denn? So schnell brenne ich? Ist ja krass. So, einmal heilen hier. So, was macht ihr denn da? Oh nein, jetzt schießt dieser Abwehr. Okay. Okay, krass. Oh Gott, die Streuße kommen. Krasse Scheiße. Die sind ja richtig brutal. Kann ich irgendwie helfen? Nö. Okay. Was haben wir denn? Das sind Sträuße, ne? Nee, Kasua-Leder. So, wo ist mein Ziel? Ziel ist da hinten. Hey. Willst du was? Willst du nix? Okay, willst du nix? Okay, der Part ist auch vorbei. Dann vielen Dank fürs Zuschauen und dann sehen wir uns.